Guten Abend, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie recht herzlich zur Sendezeit von Flimmern und Rauschen. In der heutigen Tic-Tac-Talk-Sendung dreht sich alles um Musik. Sie sehen folgende Beiträge. Die Music Hall Worpswede, die 10-jährige Jubiläumsfeier am Niedersachsenstein, das Open-Air-Festival in Osterholz und last but not least die Gruppe Klesgojem. Unsere Studiogäste sind Bandmitglieder von Rockverdacht, Rough Cast, Irgendwas anderes. Worpswede. Es war einmal eine verlassene, heruntergekommene Gastwirtschaft, zwei Männer mit einer Idee, einem Konzept und Sachverstand. So oder ähnlich könnte die Erfolgsstory von der Music Hall beginnen. Wie es tatsächlich vor 10 Jahren begann, sehen wir jetzt in einem Beitrag in einer alten Aufzeichnung. Viel Spaß. Das alte Gasthaus Stadt Bremen oder Hotel Stadt Bremen war der Saal in einem sehr bedauernswerten Zustand. Er war über all die Jahre zwar sehr stark benutzt worden, aber eigentlich nie mehr instand gehalten worden, sodass er abgemeldet war. Es war eine Bewirtung nicht mehr möglich und wir haben uns dann zur Aufgabe gemacht, diesen alten Saal als Pächter wieder herzurichten. Das sehen Sie, soweit ist es uns gelungen. Wir haben auch immer wieder versucht, über einzelne Veranstaltungen, Musikveranstaltungen, auch ganz besondere, im ganz Besonderen eben auch Jazz, diese Sache zu beleben. Richtig interessant ist es eigentlich erst geworden, als vor 1,5 Jahren hier mein Kollege, Herr Ludwig, mit einem Tourneedirektor einer russischen Band bei uns auftauchte und um einen Termin bat für ein Jazzkonzert. Und Herr Ludwig, erzählen Sie uns doch bitte mal, was Sie in letzter Zeit für Bands hatten und was in Zukunft geplant ist. Kurz gefasst, Bob Long wurde schon erwähnt aus Las Vegas, dazu kam Errol Dixon. Dann ein wunderschönes Big Band Konzert mit der Munich Big Band und Duško Gojković, einer der berühmtesten, nicht nur europäischen Trompeter. Dann auch holländische Bands, russische, litauische, eigentlich die ganze internationale europäische Palette. Haben Sie denn auch schon ein Feedback von den Besuchern, die hier waren? Denn es ist ja doch erstaunlich, dass so etwas in Worpswede stattfindet. Erstaunlicherweise haben wir hier Leute getroffen, die kommen teilweise aus Hamburg und Hannover angereist, da sie die Qualität des hier Gebotenen schätzen, und langsam spricht sie es rum. Auch sehr viele Bremer, die wohl irgendetwas vermissen, kommen inzwischen zu uns und von den Worpswedern wird es eh angenommen. Die Music Hall hat inzwischen dafür gesorgt, dass Worpswede längst nicht mehr nur als Künstlerdorf bekannt ist. In der Musikszene ist es geradezu Kult, einmal in der Music Hall Worpswede aufgetreten zu sein. Welch ein Erfolg, und das bereits seit 10 Jahren. Das war natürlich Anlass genug, ein großes Fest zu feiern. Sehen Sie nun das Open Air Festival am Weiherberg. Ludwig von der Music Hall in Worpswede. HD, die Music Hall hat 10-jähriges Jubiläum. Wir von Flimmern und Rauschen gratulieren dazu ganz herzlich. Denn wir haben ja schon vor 10 Jahren die ersten Aufnahmen gemacht bei dir, als du angefangen bist. Kannst du in 2 Sätzen so resümieren, die letzten 10 Jahre? Das Resümee beinhaltet eigentlich nur, wir haben beschlossen, wir wollen nach oben und da sind wir inzwischen. Wir haben so viele berühmte, weltberühmte Bands hier gehabt inzwischen und es reißt nicht ab. Und wir hoffen, es geht die nächsten 10 Jahre so weiter. Ist es denn inzwischen schwieriger geworden, Bands nach Worpswede zu bekommen? Im Gegenteil, einfacher. Wir sind ein sogenannter Kultclub und für Musiker gehört es dazu, dass man im Kultclub auftritt. Ja, das hört sich gut an. Also ihr seid durch die Bekanntheit besser in der Lage, Gruppen herzubekommen. Richtig. Überhaupt Interpreten. Ihr habt ja nicht nur Musik, ihr habt ja noch andere Sachen auch noch. Was bekommen die Freunde heute zu hören? Es ist eine bunte Mischung. Wir fangen an, um kulturellen Anspruch, den wir nun mal haben, zu gewährleisten mit der Einlage der Leipziger Pfeffermühle. Es geht weiter mit Gospel Spiritual, mit Big Mama. Dann anschließend im Kontext passend die Blues und die Blues Brothers Show.
Danach kommen Rock, Pop der 60er Jahre noch für das ältere Publikum und anschließend wird es etwas härter mit Rock und Hard Rock. Wunderbar. Wie ich dich kenne, hast du noch ganz besondere Wünsche, gewisse Bands mal hier zu bekommen. Wer könnte das sein? Ja, ich rede lieber erst drüber, wenn es amtlich ist. Da bin ich ein bisschen abergläubisch. Bisschen abergläubisch, ja. Schönen Dank. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg und uns gemeinsam einen schönen Abend. Recht vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Halleluja! Halleluja! We are God! Hier begrüßen zu können, trotz des Hurricane Festivals, aber ich denke, hier ist es auch gemütlich und intim. Wir bedanken uns bei HD und gratulieren ihm natürlich zum 10-jährigen Bestehen der Musik. Come on! When I got a blues, gonna get me rockin' shit. Gonna get me rocket ship. When the blues overtake me, rocket right away from me. Oh, when I got lonesome, I get on the telephone. Wir freuen uns jetzt auf your favorite thing. Thank you.
notes again. Dave is turning hands up now to keep his pockets clean. All his goods are told again. His world's as good as gold again. Says if you see Gene now, ask her please to pity me. Let's go now! Die Veranstaltung war selbstverständlich ein voller Erfolg. Wer noch mehr Lust auf Open-Air-Festivals verspürt, der kann sich schon jetzt auf den 18. September freuen. Die Schule am Klosterplatz und der Freundeskreis laden zum 6. Open-Air-Festival ein. Veranstalter sind das Jugendamt, die Schule am Klosterplatz und der Freundeskreis der Schulse. Also nicht vergessen, 18. September, Schule am Klosterplatz in Osterholz-Scharmbeck, Einlass ist ab 18 Uhr. Übrigens, das Festival ist eine Benefizveranstaltung. Die Gruppe Rockverdacht ist zum Beispiel am 18. September das dritte Mal dabei. Hören und sehen Sie nun einen Titel der Band Rockverdacht. Wenn ich singen könnte, würde ich das jetzt übernehmen, aber das klappt. Musketiere! Kommt doch mit die Band mal wieder auf Tournee! Ich kriege schon das Kotze, wenn ich Pommes frites zieh! Mal hinterkommt hier mein Baracke, Baddies Band! Hin und wieder sind sogar die Timmer mit den Netlas losgehen! Und nicht rumstehen. Morgens heiße Reifen und abends Rock'n'Roll. Seit Sonntag hab ich auch noch meinen Koffer in Berlin. Da konnte ich in der Shop Klamotten kaufen gehen. Warum musst du bloß in Bonn der Verstärker kapieren? Heute nix am Morgen, erst den Trafo reparieren, lass losgehen. Und nicht rumstehen. Morgens heiße Reifen und abends Rock'n'Roll. Neulich spielten wir in München, ich war total verknallt. Madeli kommt wieder und schon bald. Ich wach mittags in ihren Armen auf. Die Band ist schon weg, nur dann auf Dauerlauf. Keine Pause, schon seit Oberhausen. Nicht geschlafen, nur gezockt in Bremerhaven. Heiße Nächte, warme Betten in Köln, Koblenz, Kassel und Emstedt. Manchmal retten dich nur Tabletten und dann hauen wir rein. Yeah, 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 yeah. Zurück im Hotel, der Gig ist vorbei. Freunde sind da, es gibt eine Riesenlauferei. Das Mädel am Dresden, ich glaub, sie heißt Britt. Mit einem von der Band will sie unbedingt mit. Lass losgehen und nicht rumstehen. Morgens heißt Reifen und ab, Rock'n'Roll. Wir sind Rock'n'Roll Musketiere. Ewig Ärger mit dem Zoll. Mein Führerschein entzogen, zieh ihn für dein. Der vergammelt nun in Flensburg, Schleswig-Holstein. Ja.
Und wir hauen rein, Baby! Ja, 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 ja! Immer wieder und immer weiter! Ja, ich begrüße jetzt zwei Bandmitglieder der Gruppe Rock Verdacht. Dass sie der Sänger sind, da komme ich noch drauf. Und sie sind? Ich bin Bernd Danner und bin der Rhythmusgitarrist. Ausschließlich Gitarrist? Ja. Mhm. Und Sie ausschließlich Sänger? Nur den Gesang und das Geschrei mache ich in der Band irgendwie. Ich bin TomTom. Hm, Ihr Name nochmal? TomTom. TomTom, ungewöhnlich. Ja, ist ein ganz klug. Ich war früher Schlagzeuger. Früher habe ich bei Rockverdacht getrommelt und da hängen halt so viele TomToms rum an so einem Schlagzeug und dann habe ich irgendwann den Spitznamen weggehabt und ja, und irgendwann habe ich mich dann halt weiter nach vorne bewegt. Früher habe ich getrommelt und gesungen und irgendwann habe ich mich dann vorne ans Mikro bewegt und seitdem bin ich nur noch Sänger. Ach so, und irgendwann haben Sie Ihren bürgerlichen Namen auch vergessen? Den habe ich irgendwann vergessen, aber wenn ich jetzt lange genug überlege, fällt er mir gleich wieder ein. Ich heiße Thomas mit bürgerlichem Namen. Ach so. Ja, ich würde gerne wissen wollen, das ist eine Benefizveranstaltung, würde ich gerne fragen, das dritte Mal habt ihr finanziell ausgesorgt oder warum könnt ihr euch das leisten, ohne Gage zu spielen? Also unsere Yachten haben wir zusammen jetzt. Und die dritte Yacht. Und da haben wir gedacht, jetzt können wir auch mal wieder bei kleineren Konzerten auftreten, nachdem wir Rock am Ring hinter uns gebracht haben. Nein, Spaß beiseite. Das ist einfach eine nette Atmosphäre da. Wie gesagt, der Kaffee ist klasse da und wir kommen immer gerne nach UAZ und helfen da auch ein bisschen. Sehen Sie das auch so? Ja, es gibt vor allen Dingen einmal im Jahr was Vernünftiges zu futtern irgendwie, ein paar nette belegte Brötchen irgendwie. Ne? Und der Kaffee aus Osterholz, Schamek, der ist einfach unschlagbar irgendwie. Und das zieht uns halt regelmäßig hin. Außerdem ist es eine nette Veranstaltung mit einigen wenigen Pädagogen irgendwie. Und das ist irgendwie ganz nett. Die verstehen unsere Texte auch irgendwie und die klatschen auch immer ganz eifrig dabei. Die Fahrerei und der Bühnenaufbau, wie lange dauert das eigentlich, bevor es dann eigentlich zum Auftritt kommt? Also das Einräumen vom Übungsraum, Proberaum, das dauert natürlich schon eine halbe Stunde, Stunde. Und der Aufbau, wir sind mittlerweile sehr routiniert, kann man so sagen. Das dauert eine Viertelstunde, 20 Minuten, 25, dann ist gut. Und dann wird sozusagen direkt abgemischt mit dem ersten Song. Sie spielen aber nicht nur ohne Gage, man kann sie auch mieten, oder? Man kann uns auch mieten sozusagen irgendwie oder das ist auch immer je nachdem, ist abhängig, wo wir halt auftreten irgendwie, aber es kommt auch vor, dass wir Gage dafür kriegen. Und wo treten Sie auf? Wir spielen im Umland auf Open Airs, in Wöllstedt spielen wir zum Beispiel total gerne, in Kollenrade haben wir schon gespielt. In Rostock sind wir mehrfach aufgetreten irgendwie. Dann haben wir mal an der Ostsee oben eine ganz witzige Klotour gemacht. Da haben wir irgendwie in den Vorräumen von irgendwelchen Toiletten gespielt. Das war eine ganz witzige Nummer. Da gibt es auch ein Lied drüber beim Auftritt. Also ist ein Grund zu kommen irgendwie. Also wir treten eigentlich überall da auf. Wir machen auch Rock gegen Rechtsgeschichten. Also auch so Sachen, die wir auch halt politisch begutheißen irgendwie. Da treten wir auf und sind jetzt irgendwie seit 1986 Musik zusammen. Irgendwie die letzte Umbesetzung in der Band gab es vor 10 Jahren. Wir feiern dieses Jahr 10-jähriges. Länger als jede Ehe, oder? Als jede Ehe irgendwie so, ne? Unser Männerclub, unser frauenfeindlicher Männerclub, sagen wir immer. Wie alle ohne Beziehung, oder? Nein. Frauenfeindlich heißt nicht gleich ohne Beziehung, ne? Das geht auch mit Beziehung. Ja. Was braucht man, um erfolgreich zu sein? 10 Jahre, wenn man darauf zurückblickt? Ja, man muss sich verstehen. Also trotz der Konflikte, die immer wieder auftauchen in der Band, sind wir mit unseren verschiedenen Charakteren, Berufen, sind wir doch einander ans Herz gewachsen und das klappt irgendwie ziemlich gut. Also das ist ja nicht oft so, dass eine Amateurband so lange zusammen hält sozusagen und Spaß zusammen hat und sich einmal in der Woche trifft. Mhm. Das ist ja auch was Nettes. Darf ich mal fragen, aus wie vielen Mitgliedern die Band besteht und welche Berufe man da vorfindet? Ja, wir sind also 5 Leute bei uns in der Band und haben einen Sozialwissenschaftler neben uns sitzen irgendwie. Ich selber bin Sozialarbeiter. Dann haben wir ein Mitglied der Landestrachtengruppe, der Polizei haben wir auch bei uns irgendwie. Dann haben wir einen Telekom-Mitarbeiter natürlich dabei irgendwie und einen selbstständigen Teppich- und Gebäudereiniger. Ach so, und ein Psychologen, der das alles beisammenhält. Der betreut das. Wir haben dann immer unsere Gesprächsrunden, dann reden wir auch über alles irgendwie so. Und, aber es sind ganz unterschiedliche Musikrichtungen. Also ist auch wirklich, wir hören auch ganz eigene Musikrichtungen irgendwie und lassen die dann aber alle in unsere Musik so einfließen irgendwie. Also jeder kommt da auch so zu seinem Recht. Ja, wenn man das jetzt mit bekannten Gruppen vergleicht, was würden Sie da sagen? In welche Anlehnung spielen Sie?
Also wir werden oft gefragt, wie können wir uns eure Musik vorstellen? Ich sage immer, wir machen so eine Mischung aus Bab, Rottgore, Monotons und den Toten Hosen. Irgendwie so eine deutschsprachige Geschichte irgendwie mit eigenen Texten und selbstgeschriebenen Liedern irgendwie. Und wir haben auch ein paar Coverversionen im Programm, die dann halt auch, wenn die Stimmung ein bisschen fortgeschritten ist irgendwie, die man dann auch mal so ins Programm würfelt irgendwie so. Aber da sind wir ganz flexibel. Wir haben ein Kontingent von 40 Stücken zurzeit, aus dem wir greifen können. Und die Texte, die eigenen, gibt es da Themenvorschläge oder sind das eigene Erfahrungen? Das ist die Texte, die entstehen aus dem Leben irgendwie, aus dem Leben auch in einer Band. Und es ist dann so oft, dass ich dann, also ich schreibe die Texte selbst irgendwie und dass ich mich dann mit dieser geschriebenen Textidee zu dem Solo-Gitarristen begib, der sonst eigentlich hier sitzen würde an meiner Seite. Und der hört sich das dann an, der hört sich die Thematik an und macht dann irgendwelche Vorschläge. Und im nächsten Schritt holen wir dann den Schlagzeuger dazu. Und wenn wir drei das rund haben, dann kommt der Rest der Band, also der Rhythmusgitarrist und der Bassist auch dazu. So entsteht dann so ein Stück, also so ein selbstgeschriebenes Stück. Oder es kommt auch schon mal vor, dass der Solo-Gitarrist eine Idee hat und sagt irgendwie, das und das, hör dir das mal an. Und dann fällt mir ein Thema zu dieser Melodie ein, die er da spielt. Wir treffen uns auch immer vor der Probe eine Stunde vorher, der Solo-Gitarrist und ich, und tauschen Ideen aus. Also das machen wir ziemlich regelmäßig und da so wachsen dann die Stücke heran. Welches ist denn Ihr Lieblingssong vom Text her? Ja, Junkie ist mein Lieblingsstück irgendwie. Das ist ein Stück, das ist in Italien entstanden vor 8 Jahren. Und ich war damals mit einer Gruppe Drogenabhängiger in Italien und habe dann halt an einem Wasserfall gesessen. Und es war so, dass einer meiner Klienten neben mir saß und schrieb irgendwie in einem Tagebuch über diesen Urlaub. Und während er in diesem Tagebuch über diesen Urlaub schrieb, fing ich halt an, diesen Text zu schreiben. Und irgendwie inspirierte mich dieser Wasserfall und dieses Gespräch mit diesem Menschen neben mir. Und da ist dann dieser Text draus entstanden. Das ist heute auch so auch mein absolutes Lieblingslied. Also das merkt man auch auf der Bühne, wird man auch in Osterholz-Scharmbeck wieder merken, das lebt auch, das rollt, das lebt und da steckt auch ganz viel Emotion hinter. Auch wenn dieser Mensch inzwischen tot ist irgendwie, aber es ist immer noch eine ganz nette Erinnerung an diese Entstehungsgeschichte dieses Stückes. Haben Sie auch einen Lieblingssong vom Text her? Nee, ich habe eigentlich keinen Lieblingssong. Es ist 5 Charaktere, wie wir schon gesagt haben. Jeder hat einen anderen Song und jeder hat eine andere Vorliebe, aber dadurch leben die Stücke auch. Was also, hören Sie privat für Musik? Ich höre auch Rockmusik viel, ich höre aber auch Folkrock, ich höre auch Blues viel. Ich bin ja auch der Älteste in der Band, ich darf auch den Blues hören. Und, ja. Wie lange darf man denn Rock hören? Ja, ich meine, die Rolling Stones haben ja bewiesen, dass man es eigentlich bis ins hohe Alter mittlerweile kann. Und wir wollen es nicht mit denen vergleichen, aber daran sieht man, dass man Rockmusik, es kommt nicht aufs Alter an, sondern ich glaube, es ist tatsächlich so, auch wenn es banal klingt, man hört die Musik, zu der man sich gut fühlt, denke ich. Wir hören gleich noch einen Song, der heißt Laubfrosch. Wovon handelt der? Ja, der Laubfrosch, ein ganz altes Stück von uns irgendwie, und der behandelt die Thematik, wie viele Frösche muss ich wachküssen, bis ich den richtigen Prinzen gefunden habe irgendwie. Das erfahrungsgemäß muss man ja mehrere wachküssen im Leben irgendwie, und das haben wir halt irgendwann mal aufgegriffen, und das ist eigentlich eins unserer Urgesteine sozusagen irgendwie, und auch das Stück, in welches ich die Bandvorstellung ganz gerne reinpacke irgendwie. Das bietet sich total an dafür, dieses Stück. Gut, damit ich weiß, wovon Sie reden, hören wir uns das jetzt gemeinsam an. Los. 1, 2, 3, 4, Baby, it's so gern, I love lost in deinem Bett. Baby, it's so gern, I love lost in deinem Bett. Vielleicht wieder ein Prinz, bist du zu ihm ein bisschen nett. Ich bin kein Laubfrosch. Ich bin kein Laubfrosch. Ich bin kein Laubfrosch. Ich bin kein Laubfrosch. Ich bin nicht nass und kalt und auch noch nicht so alt, 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 ja! An dieser Stelle stelle ich natürlich immer die Band und das Bodenpersonal vor. Mein Dank gilt natürlich der Schule am Klosterplatz. Wir gratulieren zum 5-jährigen Jubiläum. Wir bedanken uns für die Einladung. Wir danken natürlich den Damen am Kaffeetresen da hinten wieder. Wir kommen gleich. Ja, sie winkt da schon. Der Kaffee, wir kommen gleich.
Wir danken dem Mischa Bernhard für seinen tollen Sound, Astrainer Sound. Wir danken Harald. Wir danken den Damen für die Schnittchen. Wir danken euch, dass ihr gekommen seid. Und wir verzichten auf Gage und spielen zum guten Zweck für diese Schule. Das möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Ganz rechts außen, an dem Ding mit den vier dicken Seiten. Ich drehe da tierisch gerne dran beim Auftritt, aber er ist dann immer sauer mit mir. Und spielt dann zwei Auftritte nicht mit, wenn ich das mache. Am Bass, Jörg! Neben ihm, an dem Ding mit den sechs dünnen Seiten. Rhythmusgitarre, manchmal Solo-Gitarre, Bernd! Links außen, Herz auf der Brust stehen, Rockverdacht aus Bremen, seit 1987 aktiv im Musikgeschäft tätig. An der Solo-Gitarre, am Gesang, Martin! Der Mann mit dem Funkmikro, der Freund von dem Mädchen mit dem lila Fahrrad, am Gesang, Top Top! Einen haben wir noch, am Schlagwerk, der Schmied aus der Neustadt, Wolle Brockmann. Hallo Wolle! 1, 2, 3, 4, Baby, zu gern ein Lafrange in ein Bett! Baby, zu gern ein Lafrange in ein Bett! Nimm doch lieber uns, wir sind doch auch ganz nett! Ich bin kein Lauffrosch! Ich bin kein Lauffrosch! Ich bin kein Lauffrosch! Ich bin kein Lauffrosch! Ich bin nicht nass und kalt und auch noch nicht so alt, 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 alt. Ich bin kein Lauffrosch! Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir sehen uns wieder, garantiert, irgendwo auf dieser Welt. Spielen wir nochmal für euch. Das war Rockverdacht aus Bremen, livehaftig. Schönen Dank an euch. Ja, unsere Gesprächsrunde würde ich jetzt gern erweitern wollen mit zwei Bandmitgliedern der Gruppe Raffcast. Doch bevor wir die hier haben, würde ich sagen, schauen wir uns einen Titel an der Gruppe. Mats ab. No!
Leiche. And you ask yourself, wanna be like you? Everybody who likes you, you can't be us. And you ask yourself, nobody likes you. Nobody likes you. When you ask yourself, nobody likes you. When you ask yourself, nobody likes you. When you ask yourself, nobody likes you. Nobody likes you. Ja, das war eine Kostprobe der Gruppe Roughcast. Da muss ich natürlich, mich hat das überwältigt, die erstmal fragen, macht das nicht aggressiv? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich ist es ein Abbau von Aggression. Also wenn wir in Probe rum sind und da halt agieren, ne? Da geht also eigentlich der Frust des Alltags geht eigentlich so über und dann ist man eigentlich sehr ausgelassen, wenn man aus dem Proberaum oder von der Bühne halt runterkommt irgendwie, dann ist es eigentlich sehr weg. Die Aggression oder die schlechte Laune, je nachdem. Das kann man echt gut abbauen damit. Also das, was für mich das Joggen ist, ist für euch die Musik. Wenn die Mucke, ja, auf jeden Fall. Wie ist das für die Fans? Was tanzt man danach? Ich kann da gar nichts mit anfangen, wenn ich ehrlich bin. Pogo. Die Tanzart dazu heißt Pogo. Das ist eigentlich mehr eher so eine Art wildes Rumgeschubse. Rhythmisches. Schubst die anderen rum, oder? Ein rhythmisches Rumgeschubse. Ja, das ist eigentlich nur ein wildes Rumgezappel irgendwie. Es wird doch sehr drauf geachtet, falls einer auf dem Boden liegt, dann wird er gleich mit hochgehoben. Also es ist sehr kollegial eigentlich, die ganze Geschichte so. Sieht wilder aus, wie es eigentlich ist. Ein einziges großes Austoben irgendwie. Ja. Halt Aggression. Der Gefühle, ja. Mhm. Vorstellen sollen sie sich natürlich auch noch, aber ich war so überwältigt, deswegen muss ich erstmal die Frage stellen. Sie sind der Sänger und heißen? Norbert Band. Ich bin Sänger bei Roughcast seit 2 Jahren und diese Band existiert seit 4 Jahren jetzt und ist jetzt gerade dabei, überregional zu agieren. Also in ganz Deutschland jetzt sich breit zu machen. Mhm. Und Sie? Mariusz Dakowicz und erst seit Oktober bei Roughcast eingestellt. Fest eingestellt. Wie alt sind Sie? Darf ich das fragen? Ich bin 26. Gleich von 26. 26. Und das war auch von jeher Ihre Musikrichtung? Ja. Ich bin ganz erstaunt. Also seit diese Musik vertrete ich oder beziehungsweise mache ich, seitdem ich 13 Jahre alt bin. Und wo haben Sie geübt? Also wenn mein Sohn also angefangen ganz, ganz zu Anfang war das bei meinem Kumpel im Kinderzimmer. Wir haben da ganz, ganz wild mit einem Kassettenrekorder da irgendwie Gitarrenspur und Gesangsspur erstmal auf Band gebannt und das wurde dann immer größer, dann haben wir einen Bassisten dazu gekriegt, den ersten Proberaum und dann ging das allen einfach so weiter. Es hat sich dann irgendwann alles gesteigert. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen, zum Krach machen. Mhm. Und Sie? Wie war das bei Ihnen? Wie begann das da? Mit Dancefloor. Mit Dancefloor? Ja, mein Gott, so kleine Jugendsünden waren das. Nein, irgendwann habe ich angefangen. Irgendwie kam ich irgendwann auf die Hosen und Toten Hosen und das entwickelte sich so und dann lernte ich andere Bands nach und nach kennen und mittlerweile spiele ich so ziemlich alles, was mit Gitarre, E-Gitarre zu tun hat. Mhm. Also von Blues über Rock, Metal, Punk, also schwerpunktmäßig bei mir Punk, aber halt. Aber wie gesagt, Hauptsache E-Gitarre. Hm. Vielleicht wollen wir auch noch mal aufräumen mit einem Vorurteil, was man gleich hat. Man überlegt immer bei der Musikrichtung, die Leute machen alle nichts und Familie und ja, was weiß ich nicht, Verantwortung wollen die schon lange nicht übernehmen, obwohl die Auftritte kommen ja auch zustande, oder? Was Verantwortung angeht, also ich glaube, die größte Verantwortung kann man eigentlich übernehmen, indem man ein Kind
auf die Welt bringt oder erzieht oder irgendwas dergleichen. Machen und, Sie das? Ja, wir haben in der Band selber haben wir drei Familienväter, auch wenn wir gerade noch, ich sag mal mit 26 noch sehr jung sind, haben wir doch schon vier Kinder bei uns in der Band und also jetzt hinter der Band jetzt so, die eigentlich auch sehr, auch miteinander irgendwas zu tun haben, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwelche Pizza essen und machen und so, das ist, also das muss schon sein, irgendwie, dass sie irgendwie auch Kontakt zueinander haben, irgendwie, weil wir auch selber miteinander befreundet sind und so. Und wir haben, die meisten haben sich eigentlich aus dieser harten Szene rausgesagt, um ihre Kinder zu erziehen, sag ich mal, und gehen jetzt eigentlich in Jobs nach, studieren oder wie meine Wenigkeit, ich bin Rentner halt. Ich glaube nicht, dass dieser Musikstil oder dieser Musikgeschmack irgendwie Verantwortung ausschließt. Das ist Quatsch. Das ist Aussehen. Das setzen aber manche andere dann voraus. Ja, nicht? Das ist dann aber dann leider Gottes deren Problem, wenn die meinen, der sieht schräg aus, also hat der auch ein schräges Leben irgendwie so, dann tut mir das leid, dann ist das sehr oberflächlich so. Also man sollte sich dann doch schon die Zeit nehmen, irgendwie mit den Menschen zu reden. Ne? Wenn das nicht gegeben ist, ja, dann muss ich auch ehrlich sagen, auf gut Deutsch, dann scheiße ich da auch drauf. Also dann geht mir das echt am Bobbis vorbei. Sie spielen in diesem Jahr das zweite Mal. Ja, wir haben die Ehre, auf jeden Fall. Also wir freuen uns auch. Also ich persönlich freue mich, das zweite Mal dabei zu sein irgendwie, weil ich selber halb betroffen mal bin. Ich bin selber schwerbehindert. Was haben Sie? Ich bin Retinitis pigmentosa erkrankt irgendwie. Ich bin zu 95% blind. Und das ist einfach ein Konzert für mich. So hat es Stellenwert. Es ist für meine Liga halt. Und das gibt mir schon echt einiges auf jeden Fall. Also ich würde von mir aus die nächsten 10 Jahre für diese Schule spielen. Also es wäre mir eigentlich egal, ob entgeltlich oder das ist eigentlich dann völlig egal eigentlich. Haben Sie sonst auch Auftritte? Sie sagten Hannover. Man kann Sie buchen über regional? Man kann uns buchen über die Homepage www.roughcast.de. Da ist eine Kontaktadresse. Der Dennis, der ist dann dafür verantwortlich. Das ist ein ganz netter Kerl. Und wir agieren jetzt schon überregional, also wir treten eigentlich überall auf, da wo wir gefragt werden, ob wir kommen wollen, dann sind wir sofort eigentlich da. Spritkohle muss rausspringen und halt eventuell noch ein, zwei Bierchen, so dass wir, ne? Also die Versorgung. Also Hauptsache auf der Bühne stehen, die Primärsache eigentlich so. Und können Sie sich irgendwann mal eine andere Musikrichtung vorstellen oder ist das jetzt schon so fest? Bandmäßig, also ich höre ja nicht nur, Punkmusik, ich höre ja auch Pop und das bleibt, also das ist ja nicht nur auf eine Musikrichtung, aber ich sag mal Musik machen, das ist Roughcast und da bleibe ich bis zu meiner Rente dann, ne? Falls wir eine Rente irgendwann damit erspielen. Kennt ihr eigentlich die Band irgendwas anderes? In diesem Jahr treten die das erste Mal dort auf, kennt ihr die? Seit 15 Minuten. Also ganz nette Jungs auf jeden Fall. Kommen sehr, sehr gut aufeinander klar irgendwie. Und leider noch nicht gehört, so, aber wir haben ja noch die Chance. Ja, genau. Wir hören jetzt nämlich einen Titel der Band Irgendwas Anderes. Und weil der Titel sehr lang ist, hören wir den in 2 Etappen. Statistics! Let's go! Tune in for it is the deposit! What's sign to say? But how much longer has our time is coming to itself? Where else? When in no life? And chaos has taken over. Pogo! 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 My hands in my head. Sick of being a build up within me. Watch like that, what's gonna be? It's like a feeble nightmare's why. What's when I know why die? Oh, I know why die. Hey, 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 hey. Another cannon. Well, I'll be back to check yourself. I'll be breathing humanness. Growing, 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 growing. Get what to me, yeah. Where is the world? Hey.
Ja, da war ich doch etwas durcheinander. Ich glaube, das lag an der Musikrichtung. Das war natürlich erst Roughcast und dann überblendet von der Gruppe irgendwas anderes. Genau. Könnt ihr euch kurz vorstellen? Wir sind die Band Irgendwas anderes. Nur zwei Mann dabei heute. Ich bin der André Demar, der Sänger. Ich bin der Mr. Ed, der Gitarrist. Tjo. Ja, die anderen haben wir heute zu Hause gelassen. Ja, das Studio ist, glaube ich, auch zu klein. Warum heißt ihr Irgendwas anderes? Ist ja sehr ungewöhnlich, ja, der Titel. Sicherlich A, weil er deutsch ist, sondern englisch singende Band, aber Irgendwas anderes soll einfach nur bedeuten, wir machen alle Arten des Metals und versuchen da jetzt nicht ein Genre zu bedienen, weil wir sind schon alte Säcke, wir machen schon so lange Musik und wir haben keine Lust, uns in eine Schublade zu stecken oder auch den Plattenfirmen irgendwas zu entsprechen. Wir machen einfach das, wonach uns ist, das, was wir komponieren, das, was wir arrangieren, und da fragen wir nicht nach, ob das jetzt reinpasst oder nicht. Und da ist der Bandname auch passend zu. Ja, ab wann ist man in der Musikszene, wie Sie sagen, ein alter Sack? Naja. Da könnte ich dir nach rechts die Frage weiterreichen. Wie aus dem Alter, das geht nicht. Also, okay, Alter spielt sich am Kopf ab. Und es ist wirklich so, wir machen jetzt seit jeder, weiß nicht, zusammengenommen bestimmt 30, 40 Jahre Musik. Also so alt sind wir noch nicht, einzeln. Wie geht das? Ich habe gerade gerechnet. Ja, also zusammengerechnet, multipliziert durch zwei und dann geteilt. Nein, also ich mache das auch fast 19 Jahre, er auch, glaube ich, so. Und ich denke mir einfach, wenn man mit der Musik anfängt, hat man noch andere Vorstellungen. Irgendwann sagt man, okay, das hat alles nicht geklappt, ich werde dann doch lieber Tischler oder was weiß ich. Oder man macht so wie wir und sagen, es ist nicht der Effekt, jetzt reich berühmt oder sowas zu werden, sondern einfach seine Musik zu machen und daran Spaß zu haben. Wir wollen uns auch keiner Konvention mehr unterwerfen, dass wir jetzt irgendwas machen müssen, um irgendwie erfolgreich zu sein oder weiß der Geier was. Also da kann man denn in unserem... Die Einstellung finde ich gut, kenne ich sonst nur von Kindern, die reiche Eltern haben und davon leben können. Wie finanziert ihr das? Ja, sicherlich haben wir alle unseren Job, nicht? Und die Musik. Was machen Sie zum Beispiel? Ich bin selbstständig und... Ich arbeite in der Telekommunikationsbranche. Nein, nicht bei der Post. Wir wollen aber auch keine Schleichwerbung hier betreiben. Da müssen wir mal etwas vorsichtig sein. Das ist richtig. Aber wir sind alle berufstätig, von daher, naja, so Feierabendmusiker möchte ich uns nicht bezeichnen, aber der Job ist halt da. Wie ist die Verbindung jetzt zur Schule am Klosterplatz entstanden? Ei, das müssen wir unseren Trommler fragen, der ist nun leider nicht da. Ja. Da kennen wir die Vorgeschichte nicht so. Aber wie kommt es, dass die ganze Band damit einverstanden ist, eine Veranstaltung ohne Gage zu bereichern? Woher kommt die Motivation? Die Motivation kommt natürlich aus dem Forum, was da stattfindet, nicht? Das ist ganz klar, weil, wie gesagt, für uns ist die Musik wichtig und nicht das Geld verdienen. Und wenn wir natürlich mit unserer Musik etwas positiv unterstützen können, hat man natürlich alle Punkte, die man haben will, schon erreicht. Wir möchten uns freuen und wir möchten, dass sich die Leute, die uns hören, sehen, mit uns freuen können. Das reicht. Wo treten Sie sonst auf? Wo sind Sie bekannt? Sind Sie in Bremen bekannt? Ja, in Bremen halt in den Rockläden, die man so kennt, und Hamburg, so sag ich mal 100, 150 Kilometer um Bremen rum. Da spielt man halt regelmäßig, mal vor wenig Publikum, mal vor mehr Publikum. Das ist halt immer sehr stark unterschiedlich. Gerade im Metal-Bereich ist ja im Moment nicht gerade die Hochburg, auch der Norden nicht. Das ist immer sehr unterschiedlich. Man muss sich sehr viel bewerben und dann gucken, was man kriegen kann. Und wenn man sagt, das ist finanzierbar, manchmal spielt man ja auch so 200 Kilometer weit weg, da muss man tanken und. Da muss dann schon eine gewisse Gage rüberkommen, damit man nicht ins Minus fällt, sage ich mal. Aber generell geht es um Spielen und Musik machen, CDs herstellen. Und eine CD kannst du ja auch mal zeigen, was aussieht, wenn man das herstellt. Was mitgebracht? Ich habe noch nie eine CD gesehen, wenn ich ehrlich bin. Darum haben wir sie mal mitgebracht zur Optik. Dankeschön. So sieht das dann halt aus. So sieht das aus. Kann man bestimmt auch erwerben. Nee. Ja, ich habe eine weitere Frage. Musik alleine reicht ja nicht. Auf der Bühne muss auch was passieren. Man braucht einen Frontkämpfer oder einen Leader oder wie es auch immer heißt. Wer macht das bei euch? Also ich meine, die ganze Welt guckt auf den Sänger. Das ist klar. Ich sag mal, wir haben so eine klassische Rollenverteilung, oder dass wir jetzt irgendwie uns da irgendwie eine Choreografie überlegen, dass der eine dann zur Seite springt, während der andere einen Handstand macht. Und haben wir aber schon mal gemacht. Ja, wir sind aber dann davon wieder abgekommen. Hat einer nicht überlebt. Das Alte hat uns dann gezwungen, wir haben die mathematische Abteilung herauszunehmen. Die Hälfte ist so, hat gesagt, so müsst ihr das machen.
herrlich. Ja, wenn Sie jetzt vorne der Frontkämpfer sind, würde mich interessieren, haben Sie auch irgendwelche Starallüren? Starallüren, wenn man sie sich leisten kann, sicherlich. Können Sie sich das leisten? Wenn man sich leisten kann, dann nein. Also wie gesagt, bei uns ist keine Chance. Man kann froh sein, wirklich, wenn man Konzerte kriegt und muss viel dafür tun. Und ich finde es auch wirklich geiler, auf die Konzerte zu gehen mit den Leuten, so wie heute. Man trifft sich, man hat Spaß miteinander, man tauscht sich aus. Wir haben vorhin schon mit ihnen gesprochen, ob wir da nochmal einen Gig machen mit denen zusammen. Und das sind halt die Sachen, die Spaß machen. Starallüren, was habe ich davon? Kann Frau aufklären, was ein Gig ist? Soll es ein Auftritt sein? Ein anderes Konzert. Da kann ich das mit anfangen. Und das sind so die Sachen, die Spaß machen. Wenn man da jetzt den Star raushängt, das mag vielleicht ganz toll aussehen von außen hin, aber der Spaß ist massiv begrenzt dann halt. Ne? Mhm. Interessieren würde mich auch, wie sieht das aus mit Frauen? Musiker sind doch heiß begehrt. Es gibt ja auch Musikerinnen, da könnte man die auch mal fragen. Aber ich denke mir, da. Zufällig. Ich denke mir, ob das damit unbedingt was zu tun hat, weiß ich nicht. Ist das so? Frage ich mal in die Runde. Ist man nicht heiß begehrt als Musiker? Ich habe das vorhin schon angemerkt. Ich glaube, das kommt drauf an, was man spielt. Heutzutage musst du, glaube ich, eher scratchen als Gitarre spielen. Also meine Frau, hey, Groove Man! Also wir haben jetzt am Samstag gespielt, glaub, und meine Frau hat sich gerade schon beschwert. Da war eine Frau, die hat sich dann gesagt, oh, der Sänger sieht aber niedlich aus. Und dann musste sie gleich das kleine Mädchen da wieder in die Schranken weisen. Der ist aber schon vergeben seit 5 Jahren. So, und ja, also wurde gleich aufgeklärt. Ja, 100%. Die Betonung auf Musik so machen und nicht, ich glaube, dafür gibt es noch ein anderes Gewerbe, das die holde Weiblichkeit besser bedient. Spielen Alkohol und Drogen irgendeine Rolle? Wo spielt die keine Rolle, ne? Kann man das ja genauso stimmt. gut sagen. Also ich denke mir, es ist, ob das Musik ist oder nicht, man hat überall Sex, man trinkt überall Bier und dies und das. Ich weiß nicht, ob das noch mit der Sache zusammenhängt, ob die Leute zum Konzert gehen und sich da dicht schütten oder ob die Musiker sind. Also ich denke mir, da weiß ich nicht, ob das eine was mit dem anderen verbunden hat. Ja. Wobei wir sind in erster Linie Musiker und wollen, wir treffen uns eben halt als Musiker zum Musikmachen und da soll auch die Betonung drauf sein, ne? Ganz klar. Ja. So, liebe Zuschauer, dann wollen wir uns doch noch den zweiten Teil, ich weiß gar nicht, wie heißt denn der Titel? A Woman from Another Time. Aha, anhören, bitteschön. It's not a dream, it's
Ja, da würde ich doch gerne von euch wissen, wo war das? Das war in Torgelow am Stettiner Haff. Das war auch eine große Veranstaltung. Und so 2 Wochen vorher haben wir auf unserer Internetseite festgestellt, dass tierisch viele Leute die besucht haben. Also viel mehr als sonst. Und dann haben wir das mal rückverfolgt und dann haben wir gelesen, dass wir da spielen. Und da war das das erste Mal, dass wir davon erfahren haben. Haben wir da mal angerufen und gesagt, Mensch, wir spielen bei euch in 14 Tagen. Gut, dass wir das auch erfahren. Und da haben die das glatt vergessen. Aber aufgrund des starken Besuchs haben wir es dann noch rechtzeitig gemerkt. Die haben vergessen, euch das mitzuteilen. Die haben uns vergessen, das mitzuteilen, dass wir da spielen, uns angekündigt. Und naja, wir haben es dann rechtzeitig gemerkt. Da das so weit weg ist, haben wir uns dann schleunigst auf die Autobahn gemacht, damit wir noch pünktlich da sind. Ja. Das war ein beschwerlicher Weg. Gibt es irgendwelche besonderen Vorkommnisse oder Highlights bei den Auftritten bei euch? Das passiert halt alles mal, ne? Jeder Gig ist irgendwo ein Highlight. Wir haben zum Beispiel, wenn ich auch so ein bisschen Werbung machen darf, wir spielen bald auch wieder auf einem Schiff. Wo denn? Auf der Virsurgis. Und das Palmschiff am 4.9. findet das statt. Das ist das Palmschiff an der Schlachte. Open Air, oben drauf. Ja, das haben wir schon mal gemacht und das war ein sehr entspanntes Konzert. Wir hatten allerdings dann zwischendurch Regen und hoffen, dass es diesmal besser wird, weil wir draußen spielen und das Ding fährt die Weser rauf wie runter, während wir spielen. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Wissen möchte ich noch, kennt ihr euch sonst untereinander? Kennt ihr euch hier, Rockverdacht? Nee. Und wir kennen Andreas, als er noch so klein war. Und in seine klein und frech, oder was? Der kleine Schieder. Woher kennen Sie ihn? Er wohnte damals unter einer WG, wo Bernd gewohnt hat. Da habe ich ihn unten im Keller kennengelernt. Die haben mich im Keller eingesperrt. Seine Boxen waren größer als der Wohnzimmerschrank damals irgendwie. So. Und an der Klingel steht dann, hier wohnt die Musikszene? Nee, hier wohnt Headbanger, stand da damals, weil er war immer der Headbanger damals. Was heißt das? Der den Haaren hin und her schütteln und dann den Kopf noch dran lassen wollen. Ich schüttel mein Haar für dich. Genau, ich Schuppen loswerden quasi. Also das war so, als ich hier vorhin hergefahren bin, habe ich gesagt, Headbanger. Mensch, wie hieß der denn noch richtig? Also der Name ist immer noch Programm sozusagen. Das liegt dann eher am Alter. Gibt es bei euch besondere Vorkommnisse oder Ereignisse auf der Bühne? Ja, uns ist in Rostock mal, ist ihm eine Seite gerissen. Das war direkt nach der Wende irgendwie und dann haben dann diese DDR-Musiker, Bühnentechniker da versucht, diese Seite zu stimmen und haben das irgendwie nicht hingekriegt und haben dann irgendwann diese Gitarre vollkommen verstimmt zurück auf die Bühne gegeben und der ganze Gitarrenwechsel hat dann so eine Viertelstunde gedauert irgendwie und wir hingen irgendwie die ganze Zeit in einem Stück fest und konnten nicht weitermachen irgendwie. Also das war vollkommene Chaos. Lief auch Fernsehen nebenbei, wurde auch aufgezeichnet damals vom Fernsehen und... Wobei man sagen muss, das war die Background-Crew von Karat. Das ist eine relativ bekannte DDR-Gruppe gewesen oder ist noch nicht. Und mir die sagt haben das was. Ja, und die haben ganz merkwürdig diese Gitarre nicht zum Stimmen gekriegt. Das vielleicht war eine Katastrophe. Das Lied so gut und wollten das nicht. Haben gesagt, je länger das Stimmen dauert, desto länger ist das Stück. Das Lila Fahrrad, das handelte auch von Lila Latzhosen. Da spielen wir in Osterholz-Scharmbeck aber auch wieder dieses Jahr. In einer besonders langen Version ja, übrigens. Zu Lila fällt mir die Lila Pause ein. Unsere Sendezeit ist nämlich rum. Liebe Zuschauer, wir möchten uns verabschieden und Sie können uns wiedersehen. Dritten Montag im Monat um 20 Uhr. Auf Wiedersehen. Läuft schon. Wochenend. Come on! Sonnenschein.